Hallo, ich will euch heute ein kleines Tutorial zeigen, wie man weißere Zähne bekommt. Ja, als erstes brauchen wir ein Glas, Wasser und Backpulver. Ich fülle das Glas jetzt auf und wir sehen uns gleich. So, ich habe es jetzt mit Wasser aufgefüllt und jetzt machen wir die halbe Backpulverpackung ins Glas, das heißt 7,5 Gramm. Ich mache es jetzt mal ganz kurz. So, Packung ist offen, ab damit ins Glas. So, das. So, und die halbe Packung. So, jetzt seht ihr, dass das so etwas knirscht. Jetzt etwas umrühren. Jetzt habe ich. Ich habe für meine Zahnpasta. So, das reicht. Und jetzt, also nicht trinken, sondern so. Wir nehmen jetzt so einen kleinen Schluck davon, hier im vorderen, also auf die Zähne, und dann spüren, ihr wisst, was ich meine. Spülen wir den Mund etwas aus. So. Und das macht ihr jetzt, bis das Glas leer ist. Und also achtet darauf, na, der Geschmack ist Geschmackssache. Achtet darauf, dass ihr das einmal in der Woche macht. Dann werdet ihr nach ein paar Wochen bemerken, dass echt eure Zähne etwas weißer werden. Nicht etwas, sondern manchmal kann es auch sehr heftig werden. Also wenn ihr es jede Woche macht und also es war's. Viel Spaß, testet es aus. Es klappt sicherlich. Noch was, was ich euch vergessen habe zu sagen. Am Ende müsst ihr unbedingt eure Zähne putzen. Also, damit ihr erstmal den Geschmack etwas Backpulver weg habt und dass es noch, dass ihr die sogenannte Säure, ist es aber keine, keine Angst, gut mal im Mund verteilt. Also, das war's jetzt. Also, jetzt wirklich tschüss.